Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr zu einem neuen Video von mir wieder mit dabei seid. Trashy ist da und ich konnte einfach jetzt nicht warten. Ich will wissen, was drin ist. Und deswegen, trotz noch ramponierter Stimme, werde ich mit euch gemeinsam das kleine süße Trash-Paket von der lieben Sophie auspacken. Die Mädels, die bei dem Trash-Paket mitmachen, die verlinke ich euch natürlich in der Infobox. Atmen. Und ich freue mich sehr auf den Inhalt. Ich bin so gespannt. Wir legen los. Heute sitze ich mal nicht auf dem Boden, um Trashy auszupacken, sondern an meinem Schreibtisch. Trashy steht hier neben mir und ich hoffe, ich habe genug Platz auf dem Schreibtisch, um alles Mögliche hier auszubreiten. Und wir legen einfach direkt mal los. Oben drauf liegen zwei Paletten, so wie es sich anfühlt. Okay. Die erste sieht cool aus. Blue Tonic von Miss Lara heißt die. Ich habe keine Ahnung, Miss Lara sagt mir nichts. Oh Gott, die muss ich, glaube ich, nehmen. Ich habe noch keine blaue Palette. Ja, das Packaging gefällt mir nicht so gut. Ist halt Plastik und nicht so stabil. Ich hoffe, es geht nicht gleich kaputt. Aber die Farben sind schön. Swatche ich was? Ja, ich behalte auf jeden Fall die Swatche. Oh, guckt euch das an. Oh, wow. Wow. Die gefällt mir richtig gut. Oh ja, ich freue mich. Ich brauche ein Tuch. Please hold the line. Es geht gleich weiter. Ich muss das kurz abwischen. Ich liebe das Trashy. Es war bisher immer was dabei. Also ich konnte immer was Tolles finden für mich. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich mitmachen darf. Ich hole mal die große Palette raus. Die ist von Revolution, die Maxi Reloaded Palette. An und für sich sehr schöne Töne. Aber mit so einer riesigen Palette fange ich nicht so viel an. Da bin ich überfordert mit der Auswahl an Farben. Sieht aber wirklich schön aus. Und ich glaube, Revolution kann in Theorie auch, die können was, ja. Aber ja, mit so groß fange ich leider nichts an. Deswegen, die wird weitergehen. Das kommt auf jeden Fall auf meinen Behaltenhaufen. So, weiter geht's. Wir haben ein kleines Schwämmchen. Ein Putzschwämmchen in Herzform, sehr süß. Ich habe ja meine Scrub-Mummies, deswegen ich brauche das nicht, aber ich finde es sehr, sehr putzig. Dann haben wir hier ein kleines Täschchen von Freiöl. Das wird wahrscheinlich ein Goodie-Täschchen sein. Mal gucken. Von der lieben Mieze Lydia. Ein paar Teilchen aus dem Action-Adventskalender. Oh, sehr cool. Ich wühle. Oh, ja. Ich nehme mir einen Pinsel. Vielen Dank, liebe Lydia. Sehr lieb von dir. So, das ist der Goodie-Haufen. Weiter geht's. Das ist mein Goodie-Beutelchen. Das tue ich zur Seite. Kann ich neu befüllen. Eine Tasche. das Design ist nicht ganz meins. Ein Elefant und sehr, sehr bunt. Also so einfach so ein Stoffumhängebeutelchen. Ja, aber wie gesagt, ist nicht meins. Darf weitergehen. Wir kommen zur ersten großen Tasche. Mein Gott, ist die voll. Ich zeige euch alles, was drin ist. Oh Gott, die platzt mir hier quasi auf. Oh Gott. Okay, also wir haben von Philip Kingsley den Maximizer. Ich glaube, der wandert auch schon eine ganze Weile mit. Den habe ich schon mehrmals gesehen. Den brauche ich nicht, der geht weiter. Wir haben von Balea das Kopfhaut Balance Shampoo. Das hatte ich selber mal, das brauche ich nicht, das wird weitergehen. Von Isana haben wir ein Deospray mit dem Geruch von Mango mit 0% Aluminium. Ich bin kein Deospray-Benutzer, deswegen das wird auch weitergehen. Von Schwarzkopf Country Colors haben wir ein Dunkelblond. Wie ihr seht, ich bin nicht dunkelblond, deswegen wird auch das weitergehen. Wir haben von Bilou eine Schaumlotion, ein Cremeschaum. Cherry Kisses. Das behalte ich, aber nicht für mich, sondern ich weiß schon genau, wem ich das schenke, wer total auf Bilou abfährt. Also das nehme ich mir sehr gerne raus. Sehr cool. Wir haben von Mitchell & Peach das English Growers. Das war von mir, das Body Oil. Schade, wollte keiner. Vielleicht probiere ich es dann doch einfach mal selber aus. Das stelle ich mal da zur Seite. Oh, wir haben von Kneipp eine Cremedusche. Wintergefühl mit Safran, Marone und Shea Butter. Für ein Gefühl wie eingecremt.
Das ist cool. Habe ich die in meinem Kalender gehabt? Ich glaube nicht. Ich schnupper mal. Die riecht schön. Oh Gott, ich habe doch genug Duschgels. Ich muss mal kurz in meinen Kneippvorrat gucken. Bin gleich wieder da. So, hab geguckt. Also ich glaube, die habe ich nicht in meinem Backup. Ich tue die mal auf einen Vielleicht-Haufen. Die ist interessant für mich. Wir haben von Dermacell ein Totes Meer Fußgel-Balsam, Meeresbrise. Mit naturreinen Totes Meer Mineralien. Fußgedönse habe ich genug. Das brauche ich nicht. Das wird weitergehen. Wir haben von Isana ein Parfüm Deodorant Floral Romance. Ja, ist auch wieder ein Deo. Riecht sehr, sehr gut. Aber nein, brauche ich nicht. Geht weiter. Was ist das hier? Gotta Love Nature. Oh, ein Conditioner mit Kokosnussextrakt. 400 Milliliter. Für trockenes und geschädigtes Haar. Das klingt ja nach mir. Mhm. Feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe kombiniert mit einer leichten Formulierung sollen helfen zu glätten und zu durchfeuchten. Sehr cool. Teepause. Oh. Ich schnupper mal. Oh ja, es riecht sehr krass nach Kokosnuss. Ich brauche immer Ersatzconditioner, weil ja die immer zuerst leer gehen. Das nehme ich mir raus. Da freue ich mich drüber. Cool. Und zu guter Letzt haben wir was von Balea. Cremedusche Magic Wonderland. Limited Edition mit magischem Feenduft. Riecht angenehm, aber wird weiter wandern. Damit ist das erste Täschchen leer. Ich räume es kurz wieder ein und dann nehmen wir uns das nächste Täschchen. So, ich habe schon ein bisschen was rausgenommen. Das Täschchen ist nicht mehr so prall. Wir machen mit dem nächsten Teil weiter. Was haben wir denn hier? Okay, wir haben eine Goodie-Tasche von der lieben Cassandra. Ein paar Tees. Die italienische Süßkirsche, die liebe ich und die kriege ich hier gerade irgendwie nirgends. Deswegen, die nehme ich mir. Vielen Dank. Tee ist gerade immer am Start bei mir. Ich trinke gerade literweise Tee, damit der Hals immer schön feucht bleibt. Es geht weiter. Das nächste Goodie-Täschchen, so wie es aussieht, von der lieben Margarita. Mal gucken, was haben wir denn da? Also, ich nehme mir sehr gerne einen Repair Deep Conditioner raus. Das geht immer gut. Auch hier Japanese Inspired, was auch immer das bedeutet. Vielen Dank, liebe Margarita. Ich freue mich. Wir haben wieder ein Täschlein. Was hier wohl drin ist, mal gucken. Oha, okay. Ist das hier auch ein Goodiebeutel oder nicht? Nee, ich glaube, das ist normal. Ich stelle es mal vor mir ab. Wir haben ein paar Invisibobbles. Zwei Stück sind noch drin. Das sind die goldenen. Die gehen immer. Oh, wir haben noch mal was von Invisibobble. So Haarklammern. Brauche ich aber nicht. Und wir haben von Dontodent eine Black Shine Zahnpasta mit Aktivkohle. Brauche ich auch nicht. Von Essie einen Nagellack und zwar den Demure Wix. Den habe ich selber. Oder habe ich den rein? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Oh Mann. Habe ich den rein? Ich muss kurz im Bad gucken. Also meiner steht nicht im Badezimmer in meinem Regal. Deswegen, ich glaube, ich habe den rein. Dann nehme ich den mal wieder raus. So, was haben wir denn da? Noch mehr Nagellacke. Ich gehe die mal schnell solo durch. Habe ich den von Lia reingemacht? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich muss ganz dringend mal gucken. Oh Gott. Der kommt mir auch schwer bekannt vor. Catrice Super Brights. Der kommt mir auch bekannt vor. Oh nein. Und Don't Kid Yourself. Der ist nicht von mir. Ah, da ist auch Klebi drauf. Noch einer von Essie. Was ist das hier? Rival de Loop Just Beauty. Eine Peel-Off-Nail-Maske. Aha, noch nie gehört. Hm. Aber brauche ich nicht unbedingt. Was haben wir da? Ice Cream and Shout von Essie.
Und noch was Blaues von Trended Up. Sehr, sehr blau. Ja, nee, also Nagellacke brauche ich nicht unbedingt. Ich checke mal, welche von diesen Lacken ich da reingetan habe. Ich tue die mal zur Seite. Ob die von mir waren, ich weiß es nicht mehr genau. Es kann sein. Weiter geht's. Wir haben von Flora Mare einen Bräunungshandschuh. Ich habe selber einen da, das brauche ich nicht. Wir haben vom Action die Orangen Sheetmask, die fand ich furchtbar, die brauche ich nicht. Oh Gott, wir haben Nagelfolien, die wollte ich schon immer mal ausprobieren. Nail It von Max & More, da sind so Sonne, Mond und Sterne drauf. Sehr schön. Oh, sind die schön. Von die Nageltante haben wir welche. Das sind hier welche mit so weißen Blümchen und hier welche mit rosa Blümchen. Die sind aber hübsch. Und wir haben von Max & More nochmal Nagelfolien in, ja, so mit Glitzer und rosa und silber. Die sind ja schon süß. Ich wollte es schon immer mal ausprobieren. Vielleicht. Gida, komm mal auf den Vielleicht-Haufen. Dann haben wir das Tütchen schon leer. So, next one. Jetzt kommt nochmal ein Goodie-Beutelchen. Von der lieben Sophie. Wir haben ein paar Tuchmasken. So, vielleicht nehme ich mir eine raus. Ich wollte ja eigentlich kein Einmalplastik mehr benutzen. Ich glaube, ich nehme die Balea Tuchmaske Set Your Mind Free mit Zaubernuss und Himbeerextrakt für Feuchtigkeit. Vielen Dank. Weiter geht's. Noch ein kleiner Beutel. Nivea Glow steht drauf. Ach so, das sind Täschlein drin. Täschchen in der Tasche. Was haben wir hier? Einen Klinikbeutel in Pink. Okay. Aha. Ein alter Bekannter, der Perfection Primer, den habe ich selber. Wir haben das Vital Gesichtsöl von Balea, das habe ich reingemacht. Glaube ich, das müsste von mir gewesen sein. Das nehme ich raus. Die Antioxidant Eye Contour Cream von Feel Free, die habe ich im Bad stehen, habe ich die zweimal gehabt, ich weiß schon gar nicht mehr. Wenn die von mir war, also sie ist nicht markiert. Doch, die ist markiert, die ist nicht von mir. Okay, die bleibt. Was haben wir hier von Make-up Obsession? Einen Illuminating Stick. Von denen habe ich den Blush Stick, den ich sehr, sehr cool finde. Den benutze ich gerne. Einen Highlighter Stick. Ich weiß nicht genau, ob ich das in Stickform haben möchte. Ich lasse ihn mal drin. Wir haben Booby Tape, Double-Sided Tape, 36 Klebebänder. Das ist dann wohl, um die Nippels abzukleben, falls man mal ohne BH rumlaufen möchte. Ja, finde ich witzig, brauche ich aber nicht. Wir haben von Polar eine Northern Light Smoothing Cream mit sibirischer Olive. Ist das eine Nachtcreme? Die Marke habe ich meinem Mann schon gegeben zum Ausprobieren. Die ist mit Vitamin C, deswegen die wird für den Tag sein. Mit Salicylsäure. Oh, ich habe so viele Cremes. Ich kann nicht. Ich würde sie gerne nehmen, aber ich kann nicht. Ich habe so viel. So, wir haben von Unicorn die Naturseife. Die läuft auch schon öfters mit. Von Be Natural. Das Beeswax Lip Balm mit Pomegranate. Die sind richtig gut, diese Pflegestifte. Habe ich jetzt mittlerweile, bin ich auch auf den Geschmack gekommen. Wir haben von Bilou ein pflegendes Lippenöl. Das nehme ich raus, aus dem gleichen Grund, wie ich auch den Duschschaum rausgenommen habe. Ich freue mich. Oh, wir haben was. Was ist das hier? Blotting Paper. Das ist doch eigentlich was für die liebe Lydia. Die braucht doch das immer von Essence.
30 Blatt Blotting Paper. Das lasse ich drin. Ja, vielleicht nimmt sie es die Lydia raus. Und dann haben wir von By Terry das Brightening CC Serum. Das habe ich selber. Habe ich noch nicht ausprobiert. Das bleibt drin. Und von Pusheen the Cat haben wir eine Silky and Soft Moisturizing Hand Cream mit einem süßen Manga-Kätzchen drauf. Ich habe aber genug Handcreme, deswegen brauche ich das nicht. So, das war's. Die Sachen gehen da wieder rein. Täschle geplündert. Jetzt kommen wir zu den Boxen. Zwei Stück an der, oh, die ist schwer. Zwei Stück an der Zahl haben wir hier noch drin. Wo tue ich es hin? Ich brauche einen Schluck Tee. Stay hydrated. Tee trinken. So, ich bin gespannt. Jetzt kommt wahrscheinlich der ganze Schminki-Kram. Da freue ich mich drauf. Lip and Cheek Bonbon von Deli Plus. Was ist das? Es sieht ganz schön aus. Oh, krass, was ist das denn? Das ist ja, oh, schaut euch das an, wie schön das eingeprintet ist. Wow, das ist ein Blush. Creamy Bonbon. Das ist ja toll. Wow. Sehr, sehr schön. Ist es eine Blush? Kommt auf einen Vielleichthaufen, gefällt mir. Eine Essence-Palette, Hey LA. Eyeshadow-Palette. Oh, die ist ganz neu. Ja, die Farben sind jetzt nicht so meins, aber die Palette finde ich ganz hübsch. Ja, nicht schlecht. Da kommt was Großes von Revolution in einer Blechdose. Oh, Auch. Eine doch nette Palette. Nette Palette reimt sich. Krass. Ja, die Farben sind nicht schlecht. Ja, nee, ja, nee, ja, nee, ja, nee. Nein, nein, nein. Ich habe ja schon eine Palette rausgenommen, deswegen ich muss jetzt sehr weise wählen. So, was haben wir hier? Wir haben von Rival Loves Me, Take Me to the Beach. Eine sehr schöne Limited Edition Eyeshadow Palette. Eine kleine Fünfer. Schöne Farben. Aber eine blaue habe ich jetzt hier schon rausgenommen. Deswegen die lasse ich drin. Aber die ist sehr, sehr schön. Jetzt, was kommt jetzt hier von Catrice? Die Luminize Highlight in Bronze Glow Palette. Sieht sehr hübsch aus von außen. Ja, Bronzer und Highlighter-Töne. Ja, nett, 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 nett. Bleibt aber trotzdem drin. Und wir haben von Josephine den Lippenstift Meet Filou. Den hatte ich, ich weiß nicht, den hat da ist kein Böbbi drauf. Es kann gut sein, dass ich den reingemacht habe. Müsste ich auch noch mal abchecken. Ja, diesmal ist nicht so viel weggegangen von meinen Sachen. Schade, Schokolade. Und die letzte Palette aus der Box mit ganz viel Bling Bling von Revolution, Make-up Revolution London. Ja, auch wieder eine sehr, sehr von der Anzahl an Farben her große, überfordernde Palette. Ja, nicht schlecht, aber auch nicht so ganz meins. Bleibt drinnen. Aber ich denke, den Blush, den nehme ich mir raus. Der hat mich echt direkt angesprochen. Wir kommen zur letzten Box aus der Kiste. So, wir haben die Dive In von Glossy Box. Was haben wir hier Schönes? Ah, die Pink Crush, die läuft auch schon ewig mit von Fab Factory. Die Palette, die ist auch nicht so meins. Die habe ich auch schon mindestens zweimal, also die habe ich schon zweimal gesehen jetzt. Was haben wir da? Oh, ein riesiger Highlighter von Beauty Concept, sagt mir nix.
Mit einer großen Ananas. Ich mache ihn euch mal auf, dann könnt ihr es besser sehen. Ein Ananas-Highlighter. Der ist mir jetzt doch irgendwie ein bisschen zu groß. Deswegen, der bleibt auf jeden Fall drin. So, wir haben von Essence hier was. Einmal der Prime and Last Daily Diaries Baked Blush. Der ist mir zu neutral vom Ton. Und von Catrice den Illuminating Brush. Blush, nicht Brush. Der ist mir zu pinkig. Deswegen, das darf bleiben. Wir haben von Magic Finish die Instant Dry Drops für Nagellack. Das brauche ich nicht. Das läuft auch schon länger mit. Teepause. Was ist das von Riva Loves Me Kissed by the Sun? Bronze und Highlighter. Ich bin der Meinung, den habe ich auch schon letztes Mal gesehen. Der muss dann auch wieder mit rausgenommen werden. Was haben wir denn da noch Schönes? Catrice. Ein Strobing Brick. Das ist so ein bisschen Color Correcting, oder? Oder was ist das? Was ist denn das? Candy Cotton. Ein Puder-Highlighter, aha. Mit verschiedenen Farben für einen etwas tieferen Glow. Okay. Macht mich jetzt nicht so an. Wir haben von NYX Born to Glow Liquid Illuminator. Mit flüssigen Highlightern tue ich mich immer sehr, sehr schwer. Ich habe selber noch welche, die ich nicht wirklich benutze. Deswegen, der bleibt drin. Wir haben die Everyday Bouquet von Cia T. London. Ich bin der Meinung, ja, genau, die habe ich ins Trashy rein. Und ja, genau, die habe ich ins Trashy. Die hole ich natürlich dann wieder raus. Dann behalte ich sie halt und benutze sie selber. So, was habt ihr jetzt davon? So, wir haben noch von Magic Finish die Supercharged Serum Foundation in 7 ml. Die ist auch schon eine Weile mit dabei. Und wir haben von PS Velvet Cherry die Eyeshadow Palette. Kenne ich nicht. Oh, die ist schön. Tolle Töne. Sehr, sehr schöne Töne. Ja. Aber sowas habe ich eigentlich schon. Solche Töne habe ich schon. Sonst hätte ich die jetzt nämlich rausgenommen. Ja, das war's. Leer, das Kistel. Ja, diesmal nicht so viel für mich dabei gewesen. Macht aber nichts, dann vielleicht in der nächsten Runde wieder. Ich packe kurz ein und dann zeige ich euch, was ich auf jeden Fall behalten werde. So, also auf jeden Fall bleibt bei mir der Conditioner mit Kokosnuss. Die coole blaue Eyeshadow-Palette. Von Bilou einmal der Cremeschaum und einmal das Lippenöl. Sehr cool, da wird sich jemand freuen. Die Cremedusche von Kneipp. Der Blush von Pompom, oder nee, von Daily Plus Color. Und die Nadelfolien von Max & More. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Produkte, die bei mir bleiben. Und das heißt, ich werde natürlich in meinen Schrank eintauchen und wieder ein bisschen was auffüllen. Da bin ich sehr gespannt. Und ich check nochmal, was genau von mir war. Ich muss das Foto auf meinem Handy finden und dann gerade auch mit den Nagellacken schaue ich dann mal. Und genau, ich freue mich sehr. Es war wieder ein sehr schönes Trash-Paket. Man kann ja auch nicht immer so viel finden, bin ich ehrlich. Ne? Es kann halt auch nicht immer den Geschmack treffen, ist ja normal. Ich freue mich sehr, es wieder aufzufüllen und dann direkt wieder weiterzugeben. Ich glaube, es geht jetzt direkt wieder zur Sophie. Und dann startet quasi eine neue Runde. Ich bin sehr gespannt. Ich danke euch sehr, dass ihr zugeschaut habt. Lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von mir. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, eure Biene. Tschüss.